überle, was ist mit dem Garten passiert? Was ist mit dem Garten passiert? Es sieht irgendwie anders aus, als wo das Geiss reingekommen ist. Ein bisschen verwüstet. Und dann gehört es doch die Bauern, die Frau, die rauskommt und schreit, was ist mit dem Garten? Wer hat meinen Garten verwüstet? Und findet, dass die Geissli nimmt die Spritzkanne und tut eine Ladung Wasser aus dieser Kanne auf das Geissli schütten. Jagt es zum Garten raus. Natürlich hat es die Türli auftun, sonst wäre es gar nicht rausgekommen. Und das Geissli ist davon gesprungen, voller Angst, flutschnass. Ja, und jetzt? Was meint ihr, was ist jetzt? Das war ein sonntiger Morgen, wo das Geissli rausgejagt worden ist von dieser Bauernfrau. Und was seht ihr da? An diesem Sonntag, der Peter, das war ein Bruder, und der Werner, sind mit dem Hundeli, der Bless, das wisst ihr ja, von Hof zu Hof gegangen. Sie wollten dem Käthi und dem Geissli helfen. Sie wollten ein Geissli suchen. Sie haben geschaut, ob sie es finden, wo es auch versteckt worden ist. Eine Bäuerin hat diesen zwei Buben zugerufen, hey, ich habe noch ein Geissli gesehen im Dorf. Im Dorf? Sofort sind die beiden heimgerannt und haben geschrien, Käthi, Käthi, das Flöckchen ist gesehen worden, im Dorf. Das Käthi hat das Halsband, das der Grosspapi gemacht hat, gepackt, die Leine, die es mit der Mami gegelt hat, unter den Arm genommen und ist rausgestürmt zu den Brüdern. Der Grossvater gerufen, wart doch, Kinder, wart doch. Aber die drei haben den Grossvater gar nicht mehr gehört. Die sind einfach losgerannt. Ab, los. Die sind natürlich ins Dorf gerannt. Und im Dorf? Was sehen wir im Dorf? Irgendwie ist da etwas los. Auf dem Dorfplatz hat es mega viele Leute. Sehr viele Leute. Da gibt es noch Jodler. Wisst ihr, was ein Jodler ist? Ich mache es euch nicht vor, das ist besser. Aber Jodler ist etwas, was wir Schweizer sehr gut könnten. Ein paar wenigstens. Da hat es Zuschauer gehabt. Dann hat es Brunnen gehabt, die dekoriert worden ist. Also ein Festchen hatten sie im Dorf gehabt. Im Dorf Geiss war es ein Festchen. Und auf dem Platz, was haben sie gesehen? Beziehungsweise, wer haben sie gesehen? Das Flöckchen. Hey, Flöckchen, jetzt hat die gerufen, du armes, armes, armes Flöckchen. Hey, man so Angst gehabt, sie hat sie die Arme genommen. Und ist so, so glücklich gewesen. Das Käthi glücklich. Und ich glaube es auch, das Flöckli ist auch glücklich gewesen. Dass es wieder in den Armen ist von den Leuten, die es kennt. Das Käthi hat natürlich das Glockenhalsband angelegt. Schaut. Glockenhalsband im Geissli angelegt. Die neue Leine hat es festgemacht, damit sie ja nicht mehr ab kann. Und ist ganz schnell mit dem Flöckli heimgelaufen. Und jetzt ist das Flöckli aber ganz brav gewesen, da könnten wir glauben.
Es ist brav mit dem Käthi heimgelaufen. Käthi hat gestrahlt. Und sie hat gar nichts mehr gesehen um sich herum. Sie war einfach glücklich. Sie hat nicht gesehen, die Kuhn auf der Weide. Sie hat nicht gesehen, den Hund, der bellend angerannt worden ist. Sie hat ja Freude gehabt, dass das Geissli wieder da ist. Einfach das Käthi und ihr Geissli. Und zuletzt sind alle glücklich daheim gsi, haben Freude gehabt, dass sie einander wieder haben. Und glaubt mir, das kleine Geissli, wo dann immer grösser und grösser geworden ist, hat etwas gelernt. Was hat es gelernt? Dass es vielleicht von jetzt an nicht einfach ausreissen sollte, ohne dass es darf oder etwas sagt. Sagen kann es ja nicht gut. Aber lieber daheim bleiben. Dort, wo es gut hat und dort, wo es schön ist. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das Geschichtli. Und was das Geissli machen von jetzt an daheim bleiben, müssen wir ja alle im Moment auch. Wir sollten und dürfen ja auch nicht einfach nicht mehr so raus Abstand halten. Das wisst ihr ja, Hände waschen, was erzähle ich euch. Aber trotzdem, ich wünsche euch von ganzem Herzen weiterhin ganz viel Gesundheit. Und vielleicht finde ich wieder ein Büchli und dann euch wieder etwas erzählen. Tschüss zusammen, ciao, ciao.